Hey, hallo, beste Grüße aus Berlin. Herzlich willkommen beim Poetry Slam Training Teil 1. Mein Name ist Bas, ich bin euer Coach und ich werde euch durch dieses Tutorial führen. Es gibt insgesamt 3 Teile, dazu später aber mehr. Aber warum erzählt ausgerechnet ein Crowd, also ein Deutscher, euch etwas über Poetry Slam, wo der doch eigentlich in den USA entstanden ist? Diese Frage ist berechtigt. Vor vielen, vielen Jahren organisierte Mark Kelly Smith in Chicago den allerersten Slam der Welt. Und mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Raum eine riesengroße Community in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Wir organisieren Open-Air-Festivals im Sommer. Wir haben jährliche Meisterschaften. Einige Slam-Poetinnen sind YouTube-Stars geworden. Andere haben Bestseller veröffentlicht. Und einer, der Mark-Uwe Kling, ist sogar mittlerweile von HBO verfilmt worden. Ihr merkt, Poetry Slam ist im deutschsprachigen Raum ein großer Faktor und man kann natürlich mit jeder Sprache andere Tricks machen. Heute gucken wir mal zusammen in die Trickkiste von Slam-Poeten und ich habe hier so eine Grafik, da wundert ihr euch vielleicht, ist es Schleichwerbung für Mercedes-Benz? Nein, es ist nur eine Liste von Zutaten, die man braucht, um einen schönen Slam-Text zu schreiben. Hier oben die Idee, dann der Text und die Show. All diese Dinge braucht man, wenn man auf der Bühne erfolgreich werden will. In Teil 1 soll es darum gehen, wo die Ideen herkommen und was bestimmte Ideen interessant macht. Im Teil 2 wollen wir uns um die Texttricks kümmern und in Teil 3 geht es auf die Bühne und wir überlegen, was man auf der Bühne braucht, um sein Publikum zu überzeugen. Ja, ihr wisst alle, the points are not the point. The point is the poetry. Also die Punkte sind gar nicht der Punkt. Der Punkt ist die Poesie und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Wo kommen also die Ideen her? Die meisten meiner Kollegen finden ihre Ideen im Alltag, im täglichen Leben. Allerdings reicht es noch nicht, wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, heute Morgen bin ich mit dem Bus gefahren. Das ist einfach nicht genug. Da fehlt irgendwas. Es gibt keine Neuigkeit. Es ist keine Überraschung. Ich könnte stattdessen schreiben, heute Morgen wurde ich von einem Bus aufgefressen und wieder ausgespuckt. Das ist schon ein bisschen dramatischer. Wir haben einen kleinen Überraschungseffekt mit drin. Aber es lässt sich vielleicht noch steigern auf eine metaphorische Ebene, wenn wir sagen, steigen Sie ein in den Bus der Einsamkeit. Sowas ist vielleicht noch kein Meisterwerk, aber wir haben einen Alltagsgegenstand mit Bedeutung aufgeladen. So, we charged something with meaning. Wir machen eine kleine Übung, bei der es darum geht, Alltagsgegenstände mit Bedeutung aufzuladen. Das Rezept ist ziemlich einfach. Ihr nehmt euch irgendeinen Gegenstand, den man sehen oder anfassen kann, also etwas Konkretes, und kombiniert es mit einer abstrakten Idee. Als Beispiel, die Sprache der Schatten, der Baumarkt des Glücks, das Wissen der Wände oder die Rolltreppe der Liebe. Es sind tatsächlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und es lohnt sich, auch mal ungewöhnliche Dinge auszuprobieren, wie das Kaugummi der Gerechtigkeit. Also Sachen, auf die man normalerweise vielleicht nicht kommen würde. Probiert es aus. Ihr habt 3 Minuten Zeit für diese Übung. Nehmt einen Alltagsgegenstand, etwas, was man sehen kann und anfassen kann. Kombiniert es mit einer abstrakten Idee. Bringt das Ganze zusammen. Ich hätte ganz gerne pro Person 3 Beispiele. Und wir sehen uns nach 3 Minuten wieder. Die Zeit läuft. 3 Minuten sind vorbei. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch Feedback zu holen. Lest es euch gegenseitig vor, postet es in eure Chat-App, was auch immer ihr nutzt, holt euch Feedback und überlegt, ob irgendein Stichwort für eine Textidee dabei ist. Falls nicht, kein Problem, es gibt einen neuen Trick, wie man auf Ideen kommen könnte. Die Möglichkeit der Unmöglichkeit. Menschen
sind seit Jahrtausenden fasziniert von unmöglichen Dingen, die wahr werden können. Und deswegen gibt es auch so viele erfolgreiche Buchtitel und Kinofilme mit folgenden Titeln: Zurück in die Zukunft, Dumbo, Der fliegende Elefant, Der Mann ohne Schatten. Ich gebe ein paar Beispiele, wie man es machen könnte. Der kluge Dummkopf. Gratis kaufen. Oder die namenlose Katharina. Oder mein Plan ist kein Plan. Und das wollen wir jetzt noch einmal ausprobieren. Jeder von euch schreibt 5 Unmöglichkeiten auf einen Zettel. Und dafür habt ihr nur 3 Minuten Zeit. Die Uhr läuft ab jetzt. Die 3 Minuten sind vorbei. Jetzt könnt ihr euch gegenseitig wieder Feedback geben. Postet die Texte in eure Chat-App. Tragt sie euch gegenseitig vor. Und überlegt, ob irgendeine Unmöglichkeit dabei ist, die für einen Text taugen könnte. Wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Varianten ausprobiert, wie man Ideen findet. Wir haben Dinge mit Bedeutung aufgeladen, wir haben Unmöglichkeiten durchdacht. Es gibt auch noch den Trick des Perspektivwechsels. Wir gucken die Dinge mit anderen Augen an. Zum Beispiel könnte man einfach sagen, Lampen sind die Sonnen der Räume. Betten sind das Netflix der Träume. Oder Kühlschränke sind eine Sauna in Kalt. Erwachsene sind Babys in Alt. Ja, also wenn man das macht, kommt man manchmal auf verrückte Ideen. Eine Workshop-Schülerin von mir sagte, Bas, ich habe eine Idee. Die Erdnuss ist die essbare Unendlichkeit. Und ich habe mich lange gefragt, wie das gemeint war, bis ich darauf kam, dass eine Erdnuss natürlich aussieht wie ein Unendlichzeichen. Solche Perspektivwechsel führen manchmal auf Ideen, auf die man sonst nicht gekommen wäre. So können wir also mit Blickwinkeln auch die Art und Weise steuern, wie Menschen auf die Welt schauen. Es gibt noch einen ganz anderen Trick, um auf gute Ideen zu kommen. Bisher haben wir uns immer mit dem Sinn der Wörter beschäftigt. Wir können uns aber auch mit dem Klang der Wörter beschäftigen und daraus unsere Ideen holen. Zum Beispiel ein Text, in dem nur der Buchstabe A als Vokal vorkommt. Abraham saß nah am Abhang. Was klang da am Waldrand? Also solche Sachen können wir auch machen. Das sind Konzepttexte oder Wörter, die in anderen Wörtern drinstecken. Wenn ich müde bin, nehme ich einen Text, in dem das Wort gern drin vorkommt. Guten Morgen. Oder mir hat mal jemand gesagt, Deutsch klingt immer so, wie wenn Rammstein singen würde. Mach dir einen Text, der ganz anders klingt. Zum Beispiel so. Ich wank an deiner Bungalow-Wand lang und sing ein Sting-Song. Klingel Ding-Dong an deinem Eingang, war keiner dein Gang und senke die Klinke, es ist zu dumm, ich denke Bingo. Ganz normales Deutsch, klingt aber nicht wie Deutsch. Oder ihr nehmt Wörter, die es gar nicht gibt. Zum Beispiel so. Es kommen Nikanauten per Augenklappschluss im Schlafodrom zum Traumelgenuss. Das ist alles nur Fantasiedeutsch gewesen. Ihr seht, den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt geht es darum, wie wir das Ganze in Wörter fassen. Das erfahren wir im zweiten Teil von dem Poetry Slam Training. Mein Name ist Bas Böttcher. Wir sehen uns im zweiten Teil. Ciao.